Kapitän Gerd Kühl ist ein waschechter Schleswig-Holsteiner. Er liebt sein Land. Im Osten die Ostsee und im Westen die Nordsee. Nur was dazwischen passiert, das macht ihm Sorge. Das kleine Land ganz im Norden von Deutschland wird erdrückt von einer milliardenschweren Schuldenlast. Sie als Privatmann können ja auch nicht. Wenn Sie dieses Jahr 1.000 Euro Schulden machen, im Monat nächstes Jahr 1.100 machen und 1.200 dann das Jahr drauf, das geht doch nicht. Und so halte ich das fürs Land schon ganz wichtig, dass irgendeiner rankommt, der endlich mal die Schulden abbaut. Wahlkampf in Kappeln. Für die regierende CDU versucht Juste Jager die Wähler zu gewinnen. Der CDU-Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister setzt auf Sparen. Doch hier in der kleinen Stadt an der Ostsee trauert man der einst reichen Vergangenheit als Bundeswehrstandort nach. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Stadtkasse leer, Sparen ist schwer, man hofft auf bessere Zeiten. Und Juste Jager will Mut machen. Der Rückzug der Bundeswehr aus der Fläche ist ein Problem, ganz eindeutig. Und wir werden versuchen, jetzt über Konversionsmaßnahmen, wie das eben heißt, dafür zu sorgen, dass andere Dinge hier entstehen. Gerade hier in Kappeln gibt es Investoren, die hier eine Ferienlandschaft bauen wollen. Solche Projekte brauchen wir, um gerade auch im ländlichen Raum auch weitere Arbeitsplätze vorzuhalten. Aber der private Investor hat Ende letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Seitdem passiert nicht mehr viel. Neue Arbeitsplätze, Fehlanzeige. Ein paar Häuser stehen zwar, doch ob die vom CDU-Wirtschaftsminister gepriesene Ferienlandschaft hier je entstehen wird, ist fraglich. Der Spitzenkandidat der SPD, Thorsten Albig, will vor allem die Konjunktur ankurbeln. Die CDU spare das Land doch nur klein und arm. Thorsten Albig will dem Land Kraft geben. Notfalls müssen halt die Steuern erhöht werden. Seiner Beliebtheit tut das keinen Abbruch. So, der rote Ballon ist der schönste, hast du gesagt, ja, ne? Hast du recht. Genau. Hier auf dem Marktplatz von Pinneberg stellt man schon einmal die neue Wunschkoalition zusammen. SPD und Grüne liegen laut Umfragen klar vor der amtierenden Regierungskoalition CDU und FDP. Doch im Hintergrund zieht Gefahr auf, die Piratenpartei könnte alle bekannten Koalitionsspiele zunichte machen. Sie sind sehr ernst zu nehmen, es weisen auf Fehler hin, die wir auch die Sozialdemokratie, auch die anderen Parteien gemacht haben. Offensichtlich nimmt man uns Beteiligung nicht so ab, wie wir das eigentlich gehofft haben. Und da müssen wir sehr genau hinhören. Die Piratenpartei bringt das alte Parteien- und Koalitionsgefüge in Deutschland durcheinander. Die Schleswig-Holsteiner Piraten liegen bei knapp 10% aus dem Stand. Ihr Versprechen, mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz in der Politik. Als Koalitionspartner will sie keiner. Wenn halt andere Parteien nicht unser Verständnis von Transparenz oder auch mit dem Fraktionszwang solche Geschichten nicht mittragen können, das ist halt deren Problem. Das ist halt nicht ein Fehler von uns, sondern ein Fehler von den anderen Parteien. Es ist vor allem ein Problem für Robert Habeck, Spitzenkandidat der Grünen. Noch bis vor kurzem war er der junge, neue, unangepasste Politiker, der die etablierten Parteien alt aussehen ließ. Die Piraten für ihn eine ernste Konkurrenz. Im Grunde geht es darum, ja nicht nur Bürgerbeteiligung zu organisieren, sondern auch zu sagen, wohin die führen soll. Und das müssen die Piraten beantworten, wohin es denn führen soll. Wir haben einen Gestaltungsanspruch, wir wissen, was wir wollen und nur cool zu sein, ist wahrscheinlich nicht genug für Politik. Doch die Piraten sind nicht die einzigen, die Robert Habeck die Regierungsbeteiligung vermasseln könnten. Rededuell mit dem Spitzenkandidaten der FDP, Wolfgang Kubicki. Die FDP war eigentlich längst abgeschrieben, aber der eigenwillige Kubicki boxte seine Partei wieder auf über 6%. Eine rot-grüne Mehrheit wird damit immer schwieriger. Und die FDP als dritten Koalitionspartner ins Boot zu holen, für den Grünen undenkbar. Kubicki sei als Koalitionspartner ein Albtraum. Der Mann ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Gibt, die schon alles haben, ein Besitzbürgertum. Das, was die Menschen, das ist meine Erfahrung seit über 40 Jahren in der Politik, am wenigsten mögen, ist Rumgelaber, Rumgeseier, keine konkreten Antworten. Und was sie auch nicht mögen, ist, dass man Kompetenz behauptet, die man nicht hat. Und wenn es für Rot-Grün nicht reicht, dann ist auch CDU-Spitzenkandidat Juste Jager wieder im Rennen. CDU und SPD liegen in den Prognosen gleich auf. Als einzige Regierungsmöglichkeit bleibt dann nur eine große Koalition. Also niemand sehnt sich nach einer großen Koalition, aber es gilt dann eben auch, wenn es nicht anders geht, muss eine große Koalition möglich sein.
Das wird auch in Schleswig-Holstein so sein. Aber wir werden abwarten müssen. Vielleicht geht es ja auch in einer anderen Koalition. Das müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden, nicht wir. Und die werden in Deutschland immer unberechenbarer. Das gilt auch für Schleswig-Holstein. Für Kapitän Gerd Kühl ist vor allem wichtig, dass er seinem Enkel Piet keinen riesigen Schuldenberg hinterlässt. Schließlich sollen die Kinder in Schleswig-Holstein eine Zukunft haben. Wer auch immer dem alten Seebären dafür eine Lösung anbieten kann, der bekommt seine Stimme.